Servus ihr Papayas, Knochen wieder hier. Heute fliege ich mit dem Hampton Bomber. Ja, guckt euch das Ding ruhig mal genau an. Ich weiß auch nicht wieso. Es sieht cool aus. Ist auch eher ein Schlachtflugzeug, also zählt als Bomber, aber ist eher ein Schlachtflugzeug. Das sieht man auch, also kriegt man spätestens mit, wenn man damit fliegt. Das ist der richtige hier. Ja, So, ich sehe keine großen Unterschiede zwischen dem und dem anderen. Hier mittelschwerer Bomber ist für mich aber eher halt, wie gesagt, auch eher wie ein Schlachtflugzeug. Fünf Kanzeln haben wir mit 7,7 Maschinengewehren und eine 1000 Kilo Bombe, eine 1000 Pfund Bombe, also 445er. Hier sieht man auch fünf Kanzeln und eine 500 Pfund Bombe. Ich sehe nicht genau, abgesehen von den Kanzeln zum Teil, wo der Unterschied da ist. So, ich hole mir mal eben schnell ein paar Gutscheine hier, beziehungsweise einen. Ja, will ich kaufen. So, und hier hole ich mir auch einen. Ich denke, jetzt haben wir es soweit hier. Und wir gehen in die Schlacht. Also, ich finde das Ding ganz gut. Ist auf jeden Fall besser als. Also, es ist wendiger als das Sunderland. Oder der Sunderland Bomber, ja doch, kann man so sagen. Ist ja ein Flugboot in dem Sinne. So, Schutz braucht man hier. Hätten wir uns jetzt angucken können, aber hier ist eh kaum Panzerung, wie bei den meisten Flugzeugen. Bei den Jagdflugzeugen ist er meist hinter dem Piloten noch so eine Panzerplatte, damit er nicht gleich von hinten zerfetzt wird. Und das war es ja dann auch schon im Großen und Ganzen. So, das ist die höchste Bombenlast, die hier geht. Ich könnte da noch Torpedos mit reinnehmen. Das wäre es aber ein bisschen umständlich, finde ich. Zumal ich auch nicht ganz genau weiß, warum so eine komische Kombination vorhanden ist. Also jedenfalls in dem Spiel. In echt mag das ja vielleicht funktioniert haben irgendwie, aber ich glaube, hier ist das ziemlich anstrengend. So, wie so häufig, gerade im Low-Level-Bereich, gehe ich natürlich erstmal gleich runter. Gibt sowieso keine Basen, also versuche ich ein paar Bodeneinheiten wegzurammen. Was natürlich auch heißt, wenn meine Schützen nicht gut genug sind, dass ich hier nicht, oder wenn der Gegner besser ist als meine Schützen, kann ja auch mal vorkommen, wird er natürlich viel eher mich dann abschießen, als dass ich ihn irgendwie kaputt mache. A6K wäre ein gutes Ziel. SBM-2, SB-2M, ich sage immer SBM-2, ich weiß auch nicht so. SB-2M. Ja, also ein mittelgutes Ziel. Probieren wir mal trotzdem. Wäre jetzt schon echt schnell. Wollen wir nicht länger mit befassen jetzt. Ich mache danach noch eine Runde, denke ich mal. Ich glaube, das wird hier nicht allzu lange laufen. Man hört meine Schütze schießen jetzt erst. Über ein schönes Doppel-MG hinten. Und ich weiß jetzt nicht, ob das mit zu der Kanzel zählt, denn ich sehe. Doch, ich glaube, das zählt mit zu der Kanzel. So, fünf Bodeneinheiten haben wir schon mal weg. Typhoon irritiert mich. Hat ja gerade schon einen weggefetzt. Dann gehe ich mal davon aus, dass ich der Nächste bin. Oh ja, das riecht schwer danach. Eine Krise. Oh. Tja, Typhoon halt. Was soll ich dazu sagen? Clever war es nicht. Ich hätte vielleicht doch eher versuchen sollen, den dazu zu bringen, dass er mich verfolgt, damit mein Heckschütze den hätte wegkümmern können. Ist nicht passiert, mein Fehler. Ist auch schon spät hier. In die Wellington komme ich auch nicht ran jetzt. Und wie man sieht, die Kanzel ist ein bisschen limitiert, das heißt, er kann nur bis zu einem bestimmten Punkt hochzielen.
Ich denke mal, ich gehe jetzt auch so, ja, eher im Sturzflug auf deren Flugplatz. Der Typ da, der soll weg. Mach den weg, echt. Ich glaube, hier ist gleich vorbei. Denn so wie das aussieht, sieht es für uns ganz gut aus. So, das war jetzt auf dem Boden halt. Ich hoffe, ich treffe die auch noch. Knitting Bull. Was ist, wann Knitting nochmal? Häkeln oder so, ne? Häkelnde Bulle. Ja, auch nicht viele Treffer. Oh, dafür hat er mich doch relativ schnell doch stark beschädigt oder stärker beschädigt. Ja, das war's hier schon. Gut, dann machen wir noch eine Runde, ne? Bis gleich, Leute. So, Runde 2 steht an. Immer noch mit dem Hampton TBMK1. TBMK1? Ich weiß gar nicht, was das TB heißt, ehrlich gesagt. Also das MK steht für Mark, also wie Nummer 1. Ja, mir fällt mir das auch nicht ein. So, ich würde sagen, gleich runter hier. So viel Bodeneinheiten wie möglich wegnehmen. Hier mitnehmen, je nachdem. Ich guck gerade so, was da alles rumguckt. Da es hier keine Basen gibt, ist das Battle Rating also sehr niedrig. Sind alles leichte Bodeneinheiten, keine Basen zum Zerstören. Also bleibt für mich natürlich nur Bodeneinheiten. Und die trifft man natürlich besser, weil die meisten sich hier bewegen hier, wenn man natürlich mit runterstürzt. Ob ich hier jetzt noch einen Tipp. Ja, und sechsfach und elffach. Ich kann gerade natürlich nicht hinter mir gucken hier. Hinter mich gucken. Ja, blöde Sau, hau ab. Ich meine, es gibt natürlich Abschusshilfe. Ich weiß nur nicht, welche das war. Ich gehe mal davon aus, den Bodeneinheit. Es gibt natürlich Flugzeuge. Die haben, und die mag ich eigentlich lieber, natürlich eine 20 mm hinten. Oder zumindest, oh, Flugzeug zerstört. Da fliegen Raketen vorbei, ach du Scheiße. Und noch mehr. Gut, dass die so kack ungenau sind. Noch zwei Bodeneinheiten, 4. Jetzt wird's aber knifflig für mich, wollte ich gerade sagen. Aber in der kurzen Zeit, wirklich, das war ja... Gerade bei 2 Minuten, ja, über 1600 Punkte zusammengesammelt. So, ich nehme jetzt den anderen Hampton MK1. Das nimmt sich auch nicht allzu viel hier. So, da sind noch Bodeneinheiten. Die Mannschaft hier ist nicht ganz so gut. Geskillt wie die davor bei dem anderen Hampton. Da war der Typ, der mich gekillt hat. Schade, dass er schon weg ist. Ja, bin dabei. Muss natürlich auch gucken, in welche Richtung sie sich bewegen, ob sie sich nach vorne oder zur Seite oder wohin auch immer bewegen. Jetzt probiere ich mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, nochmal 6. Damit habe ich jetzt, wie viel hatte ich davor? 14? Ne, 15, also 21 müsste ich jetzt haben. Ich versuche dem Kollegen mal zu helfen. Dem Kunden wollte ich gerade sagen. Wir helfen dem Kunden hier. Shit.
gar nicht so einfach. Ich meine, so ein Manöver hier zu fliegen, das ist wirklich schwierig. Man sieht auch, ich krieg den nicht richtig anvisiert. Aber gut, dass er jetzt nicht hochgezogen hat, als ich über ihn rüber bin. Das wäre es natürlich auch gewesen. Shit, hau ab, Mann. Okay, da haben wir eine Heinkel 51. Die ist natürlich sehr langsam, aber auch dementsprechend wendig. Und da würde ich nicht mit hinterherkommen. Ja, fuck off. Guck dir die Kacke an. Ich werde abstürzen. Ah, fuck you! Ja, wir stehen kurz vor dem Sieg. Kann ich nochmal rein? Wäre geil. Okay, gehen wir mit Sunderland rein. Nimmt sich eh nicht mehr viel hier. Weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch dazu kommen werde, was zu abzuschießen hier. Cancer Hermit. Ja, der Typ ist echt Krebs. Ich habe nur eine Bodeneinheit. Einfach voll durchbrettern hier, sag ich mir. Fliegender Wal hier. So, das ist People Y gewesen. So, ich hau jetzt mal die Bomben raus hier, damit ich besser in der Luft liege. Ich treffe dann doch schon doch einiges und der ist weg. Ich bin so gerne mit diesen Dingern geflogen. Donnergott. 21 Bodeneinheiten, über 2000 Punkte und das in hier 5,5 Minuten. Das ist echt eine gute Sache. Ich meine, das war wirklich erfolgreich. Ja, ich glaube, das liegt mir auch eher als jetzt zum Beispiel. Was wollte ich sagen? Das liegt mir eher hier als mit Jets zum Beispiel unterwegs zu sein. Ja, ich bin auch schon lange keine Jets mehr geflogen. Ich habe 5 Stück oder so oder 6. Frankreich und Deutschland. Aber hier macht es am meisten Spaß. 21 weggehämmert, das ist eine schöne Sache. Und nur zweimal gestorben. Ich meine, bei so einem Massaker da kann das schnell passieren. Ja, und mein zweiter, relativ viel Geld bekommen hier vor allen Dingen für so einen niedrigstufigen Bereich. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen, hinterlasst ein Abo, würde mir helfen, tut euch nicht weh. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Viel Spaß noch beim Zocken. Was auch immer ihr zockt, seid erfolgreich. Ne? Und ja, bis demnächst dann. Ne? Also, ciao, ciao.